Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corbel Space Programm und es ist die Folge Nummer 97 und ich habe das Risiko mal abgewägt oder bin es eingegangen und das ist die 1.2.2, ich habe geupdatet und ja, wollen wir mal schauen, wie weit es läuft, sieht ein bisschen anders aus. Gehen wir mal rein, ich hatte beim ersten Start eine Meldung, dass irgendein Bauteil nicht ging, könnte sein, dass es das Care war. Oder so, das habe ich aber dann noch nachinstalliert. Und jetzt gucken wir mal. Er ist auf jeden Fall da, aber da wollen wir ja gar nicht hin, sondern wir wollen erstmal zum Moon Rescue V4. Und das ist die und ja, dann springen wir da mal rein. Und dann gucken wir, dass wir den... Wie hieß er denn jetzt? Haben wir eben noch gesehen. Dass wir den retten. So, da sind wir. Wo ist... Der Mund da lang. Oh, da ist er schon. Alles klar. Gut, jetzt sind wir auf dem Weg, da runter zu kommen. Da ist Kerbin. Wir haben hier noch ein bisschen Saft. Man hat mir gesagt, dass das nicht reichen wird. Das werden wir dann gleich sehen. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir hier die Flugbahn präparieren. Dass wir da so hinkommen, dass das klappt. Wo ist unser Kollege, den wir retten müssen? Hier unten ist er, ne? Da. Desbless oder so ähnlich heißt er. Desbless, gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir nach Desbless hinkommen. Wenn ich so gucke, dann ist das ziemlich gut da dran, ne? Und dann müssen wir mal schauen, dass wir erstmal nur Retro brennen, damit das kleiner wird hier. Zack. Die Automatik rein, wie der Dralo mir sagte. Und dann müssten wir einfach nur erstmal Gas geben, ne? Wir haben nicht mehr so ganz viel Saft, da müssen wir gucken. Was daraus wird. Zap, dann lassen wir gerade mal ein bisschen so. Ein bisschen anders machen, damit wir das sehen. Na, das passt nicht ganz, glaube ich, ne? Feiner justieren müsste man das noch. So sehe ich das. Also ich muss auch noch ein bisschen was kippen. Dann machen wir das doch mal hier. Ne, wo ist er jetzt? Da ist er. Machen wir da mal ein Manöver gerade rein. Ich gehe wieder hier hin. So sieht das gut aus. Und ich glaube, ich muss hier ziehen. Ne, drücken. Dass ich dann da über ihn rüber wegfliege. Minimale Anpassung. Gut, dann gehen wir mal hier unten rein, weil da müssen wir wieder umschalten. Andersrum natürlich ausrichten. Dann korrigieren wir mal den Flugbahn in der Richtung. So, da einmal korrigieren, dass wir dann über ihn hinwegfliegen. Tacken noch, aber da sehen wir sowieso erst später, wenn wir da runterkommen, ob das passt oder nicht, ne? So, dann können wir das wieder wegmachen. Ja, jetzt gucken, ist es natürlich überhaupt nicht passend, ne? Falscher Blickwinkel, oder wie war das? Der ist viel höher da, ne? Das bedeutet, wir machen das ganz einfach so, dass wir nochmal Retro, haben wir schon eingeschaltet? Nein. Nochmal da brennen. Bis das passend ist. So. Da haben wir jetzt keiner. Müssen wir, wo ist da unser Gefährt? Da hinten so ungefähr. Add Manöver. Dann müssen wir nochmal wieder andersrum. Ach so, ja, wir müssten mal diese Bahn dann hinkriegen, ne? Ja. Hier. Wieder andersrum steuern. So, da auf dem Punkt ungefähr, aber ich glaube, es spielt auch keine Rolle. So. Der kann wieder weg. Ah, ich glaube, das muss noch ein bisschen mehr werden.
Lass uns mal hier noch ein bisschen Retro so machen. Dann noch mal neu ausrichten hier. Das war die Richtung, ne? So, da einmal. Ah, dann wird es auch schon wieder mehr, aber es ist alles gut. So, das werden wir erstmal da weiter anfliegen. Lass uns mal gerade in das Gefährt nochmal reingucken. Achso, wir sollten vielleicht schon mal eins machen und das ist die Landebeine rausmachen, bevor wir das nachher vergessen. Und Licht haben wir ja nicht, ne? Nein. Gut, okay. So, das bedeutet jetzt, wir fliegen darüber, bis wir hier irgendwo sind. Machen wir erstmal so ein Stück bis hierhin. Obwohl, ach, das können wir uns eigentlich auch sparen. Ja, komm, mach Warp hier und fertig. So, wo ist er? Da kommt er. So. Time Warp complete. Höhe ist noch da. Naja, das passt. Jetzt müssten wir doch noch ein bisschen korrigieren. Dass wir da in die Nähe noch kommen. Ich glaube, das müssen wir einfach hier an dem Dingens machen, ne? Kann das sein? So, dann passt das schon. So, dann Retro ausrichten. Und dann sollte das alles gut klappen, oder? Mal kurz beschleunigen, bis wir hier den Ende sehen. Wird auf jeden Fall kleiner da, ne? Einmal Vollgas. Gut. Dann gehen wir mal einmal hier gucken. Ja. Ist ja schon ganz schön groß. Ach, da unten ist das schon, oder was? Okay, dann würde ich sagen, hier nochmal ein und dann Vollgas, oder? Achso, wir sehen jetzt gar nicht, wie voll unsere Triebwerke sind. Komm, da müssen wir auf jeden Fall das jetzt machen, das hat anders keinen Sinn. Jetzt sind wir gleich drüber und dann war es das. So, das ist schlecht jetzt sozusagen gelaufen. Aktiviere das mal. Ich glaube, wir sind schon drüber weg. Kann aber täuschen, ne, täuscht nicht. Okay, jetzt kommen wir glaube ich zum Stehen. X aus, sonst sind wir gleich, ne? Aber wir sind tatsächlich daneben. Näher geht's nicht. Das bedeutet, wir müssen das korrigieren, aber wie? So. Und dann mal nach da fliegen. Ja, gut, das muss es sein. Retrograd ausrichten. Und dann wollen wir hoffen, dass das so einigermaßen dahin kommt, ne? 9000 Meter Geschwindigkeit, naja. Jetzt haben wir nochmal auf der Karte. Kann man da sehen, ne? Ich hoffe, die Entfernung ist dann nicht zu weit, sonst haben wir ein Problem. Und ja, uns wird der Saft ausgehen, das kommt noch dazu, ne? Und zu schnell wollen wir auch nicht darunter, ne? Das ist, glaube ich, zu viel.
Lass uns den mal gerade schnell ausstellen. Ne, das war die falsche Richtung. Und mal nach da schwenken. Wieder Retro ausrichten. Ein paar Meter haben wir noch. Und ich glaube, in dem Ding zu landen wäre ganz schlecht, ne? Was sagt denn jetzt die Entfernung? Das sind unter 2 Kilometer. Wunderbar. Das reicht dann, ne? Gut. Landung kann stattfinden, oder? Geht das da oben eigentlich auch an? Nee, ne? Irgendwas haben wir da falsch. Jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie hoch wir hier sind. Jetzt geht es irgendwie rapide schnell runter, ne? Ich sehe noch keinen Schatten. Ist die Frage, ob es überhaupt einen Schatten gibt. Sieht nicht gut aus. Oh, jetzt gehen wir wieder hoch. Das war jetzt gerade ein bisschen falsche Taste, ne? Okay. Fallgeschwindigkeit müssen wir jetzt wohl minimieren. Nee, das wird nix. Oh, das war's. Schade. Schade. Wir rutschen jetzt hier irgendwo runter, keine Ahnung wie weit. Jetzt hier irgendwas zu versuchen, ist vielleicht auch nicht so der richtige Weg, oder? Doch, so rum vielleicht. Aber Triebwerk geht nicht mehr, oder? Doch, Triebwerk geht noch. Ich weiß nicht, was kaputt gegangen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnte Jebediah, oder wenn nee, Jebediah heißt er ja nicht, da können wir auf jeden Fall hingehen, ne? Tracking Station. Displays. Debris? Ne, da ist er. So, dann gehen wir zu ihm erstmal hin. Triebwerk ging ja noch, ne? Gucken, was wir daraus machen können. Oh, hier sieht's nicht gut aus. Na doch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kann man irgendwo sehen, wo. Da hinten müssen wir hin. Alles klar. So, das heißt, wir müssen den kleinen Mann jetzt hier erstmal rausholen. Ja. Dann mal los. Holla, hoch. Da sind wir ja relativ am Rand gewesen. So. Hoch dann mit ihm. Ah, mit der Höhe müssen wir jetzt mal sein lassen.
entfallen. Ich weiß nicht, wie weit wir hoch sind. Ich sehe keinen Schatten mehr. Momentan sieht es so aus, als ob er vor die Wand klatschen würde. Aber ich glaube, das macht er nicht. Ah, da rechts ist der Schatten wieder zu sehen. Okay. Kommen wir aus dem Krater raus. Na, noch nicht ganz, aber fast, ne? So. So, wo ist das Werk? So, die Ansicht ist jetzt ein bisschen doof. So ist besser. Meter haben wir noch, ne? Ich würde sie fast schon laufen wollen. Jetzt vielleicht anklicken sollen, aber jetzt in der Luft ist es ein bisschen schwierig. Ja, es geht auf jeden Fall hin, ne? Ja. Irgendwas bei 200 Meter sind es noch. Aha. Sind die Entfernungsangaben sind jetzt weg? Okay. Ich glaube, jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht runterkommen. Den Rest können wir zu Fuß gehen. Er steht. Gut, dann gehen wir da mal hin. Tipp, 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 tipp. Und dann ist die Frage, ne? Kriegen wir die Kiste wieder hoch oder nicht? Wir könnten sie langsam hochschieben bis zum Rand des Kraters. Und dann müssten wir eigentlich von da aus hochkommen, wenn es denn das bringt. Das ist die Frage, ob das reicht. Ja, wir sind auf jeden Fall am Ziel im Endeffekt erstmal. Wir haben den kleinen Mann zu unserem Raumschiff gebracht. Gut. War das Grabner, ne? Irgendwie müssten wir jetzt das B haben, ne? Wenn ich da anpacke, dann geht der Bug los, ne? Hm. Da ist doch der Eingang, oder? Da war's. Ich krieg's nicht hin. Jetzt habe ich es geschafft. Okay, wir sind in der Rakete wieder drin, oder in unserem Fluggefährt, Rakete ist ja weniger, aber da oben ist ja eigentlich unser, sag schon, Rand, ne, vom Krater. Rein theoretisch, wenn wir da ganz langsam hochgehen, müssen wir nur aufpassen, dass nichts kaputt geht, könnten wir vielleicht die Chance haben, von da zu starten. Gut, aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.